Zivilcourage richtet sich gegen Diskriminierung. Doch was meinen wir mit Diskriminierung? Diskriminierung bedeutet, dass unterschieden wird zwischen verschiedenen Merkmalen. Problematisch ist Diskriminierung aber dann, wenn einer Person mit einer bestimmten Merkmalsgruppe ein Nachteil daraus gemacht wird. Wenn sie zum Beispiel gesellschaftliche gute Positionen nicht erreichen kann, gute Jobs nicht bekommen können. Ich möchte jetzt ein bisschen besprechen mit euch, was sind so die Hauptarten der Diskriminierung? Wonach wird hauptsächlich negativ unterschieden? Das erste ist einmal Geschlecht. Nennt man Sexismus, ist weit bekannt. Ein bisschen mit Sexismus hängt auch zusammen der Heterosexismus. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass alle Menschen der heterosexuellen Norm entsprechen und die Personen, die dem nicht entsprechen, werden eben von diesen Positionen ferngehalten. Auch damit im Zusammenhang steht die Trans- und Homophobie. Dass Menschen, die homosexuell sind oder eine Transidentität haben, von bestimmten gesellschaftlich anerkannten Positionen ausgeschlossen werden. Ebenfalls eine Form der Diskriminierung ist der Ableismus. Personen dürfen bestimmte Dinge nicht wahrnehmen, weil sie ein gewisses Können nicht haben. Zum Beispiel jemand, dessen Erstsprache nicht Deutsch ist, der die Grammatik nicht perfekt beherrscht, wird von bestimmten Positionen ausgeschlossen. Dann gibt es Rassismus. Ich glaube, es ist klar, was mit Rassismus gemeint ist. Wichtig ist nur beim Rassismus, kann sein, dass die Unterschiede real sind, dass es tatsächlich biologische Unterschiede gibt, aber es kann auch fiktiv sein. Das heißt, das ist nur erdacht. Das ist natürlich besonders schwierig zu widerlegen, Rassismus, wenn es gar nicht auf irgendeiner Tatsache jemals beruht ist. Die letzte Form der Hauptformen der Diskriminierung ist die Altersdiskriminierung. Wenn Personen zum Beispiel zu jung oder zu alt sind für eine bestimmte Jobposition und es nicht nach ihrer Qualifikation geht. Zusammenfassend kann man sagen, Diskriminierung ist per Gesetz verboten, aber es braucht im Alltag Zivilcourage durch die Zivilgesellschaft, damit Diskriminierung tatsächlich Einhalt geboten wird.